Ich habe in allen 7 Disney-Hotels übernachtet, doch welches finde ich am besten? Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem weiteren Hotel-Video. Ihr kennt ja bereits meine Top 5 Videos und da habe ich ja schon mal gesagt, welche Hotels ich außerhalb empfehle, aber wir haben eigentlich noch nie über die Disney-Hotels gesprochen. Und da ich ja jetzt in allen 7 Hotels übernachtet habe, möchte ich euch in diesem Video ein Ranking geben. Ein ganz persönliches Ranking, wie ich die Disney-Hotels so einstufe, welches ich am besten finde und welches ich am schlechtesten finde. Also man muss sagen, die Disney-Hotels generell in Paris sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht gut. Wenn ich mir da an andere Disney, an andere Freizeitpark-Hotels denke, wie zum Beispiel in Europa-Park, das muss man leider sagen, sind die Hotels im Europa-Park einfach 1000-mal besser und vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch viel besser angelegt jetzt als die Disney-Hotels. Aber wir sind nun mal da und ja, wir gehen jetzt mal hier durch, was eigentlich in so einem Disney-Hotel-Buchung alles enthalten ist, was inklusive ist im Preis. Und dann gebe ich euch ein Ranking ab, wie ich die 7 Hotels denn ranken würde und welches für mich das Beste ist und in welchem ich am liebsten übernachtet habe. Ja, wenn ihr erstmal ein Disney-Hotel über Booking.com, Check24, Expedia oder wie sie alle heißen, die Seiten bucht, dann habt ihr meistens nur die Übernachtung inklusive. Das heißt, die reine Übernachtung. Wenn ihr aber über die Disneyland Paris-Seite bucht, dann bucht ihr automatisch eine Pauschale. Und in der Pauschale sind ein paar Sachen enthalten. Und zwar einmal die Parktickets. Also, wenn ihr eine Nacht bucht, dann habt ihr 2 Tage Parkeintritt inklusive. Wenn ihr 2 Nächte bucht, habt ihr 3 Tage Parkeintritt inklusive. Genau, also für den Anreisetag, für den Abreisetag und den Tag dazwischen. Also das ist auf jeden Fall schon mal enthalten. Was natürlich möglich ist, wenn ihr Jahreskarteninhaber seid, könnt ihr mittlerweile auch Room-Only buchen über die Disneyland Paris App. Aber das, soweit ich weiß, nur mit der Gold. Und ich habe die Gold noch nicht. Das heißt, ich konnte es noch nicht ausprobieren. Also da unter Vorbehalt. Aber ihr könnt natürlich auch einfach Room-Only. Also was ich bisher gesehen habe, ist, dass Room-Only über andere Webseiten wie Booking.com etc. viel günstiger sind als die Room-Only-Preise bei Disneyland Paris. Aber das ist jetzt, was ich bisher für eine Erfahrung hatte. Und wie immer bei diesen Videos möchte ich natürlich auch eure Meinung wissen. Also schreibt mir gerne auch unten in die Kommentare dann, welches Disneyland-Hotel ihr am besten findet, also Disney-Hotel, und welches ihr am schlechtesten findet, wo ihr am liebsten übernachtet. Und vielleicht habt ihr auch Infos zu den Room-Only-Preisen. Aber wenn ihr sagt, okay, ihr habt vielleicht, wie ich letztes Jahr mit meiner Mama und einigen Freunden, wollt ihr ins Disneyland, und ich habe eine Jahreskarte, das heißt, ich brauche ja keine Pauschale, denn ich habe ja den Eintritt sozusagen mit der Jahreskarte enthalten, dann könnt ihr auch Personen zu der Pauschale dazu buchen oder halt vor Ort. Also ihr könnt vorher bei der Hotline anrufen und sagen, wir haben hier 1, 2 Jahreskarteninhaber, die kommen noch zu der Buchung dazu. Dann müsst ihr nur die Steuern nachbezahlen. Entweder halt direkt in der Buchung oder halt dann vor Ort, wenn ihr sagt, ihr könnt auch am Anreisetag, wenn ihr dann bei der Rezeption, beim Check-in seid und sagt, wir haben jetzt noch 2 Personen dazu mit Jahreskarte, dann bezahlt ihr halt vor Ort nur die Steuer. Das geht auch. Dann habt ihr auch das Parken inklusive. Genau, bei den 6 Hotels habt ihr ja die Möglichkeit, dann am Hotel zu parken und vom Hotel entweder mit dem Shuttle oder zu Fuß in den Park zu laufen. Ein Hotel ist davon ausgenommen, und zwar die Davy Crockett Ranch. Und auf der Davy Crockett Ranch braucht ihr ein Auto, denn es gibt dort keinen Shuttlebus. Dort könnt ihr natürlich auch vor euren Hütten parken. Und ihr habt dann aber auch das Parken beim Disneyland auf dem großen Parkplatz inklusive. Das heißt, ihr könnt wie ganz normal, wie wir Jahreskarteninhaber zum Beispiel auf den großen Parkplatz fahren. Ihr zahlt dafür nichts extra, weil ihr im Prinzip Hotelgast seid. Ihr müsst aber halt dann auf dem großen Parkplatz parken. Ja, das ist alles inklusive. Wenn ihr natürlich jetzt noch Frühstück wollt oder Halbpension, dann müsst ihr das extra buchen. Wie jetzt zum Beispiel, jetzt vergleiche jetzt mit dem Europapark, da ist ja meistens das Frühstück in der Übernachtung inklusive. Im Disneyland ist das anders. Ja, das so viel zur Pauschale, was da alles drin enthalten ist.
Und ja, kommen wir dann zu meinem Ranking. Und ja, mich interessiert auch euer Ranking oder wenn ihr noch nicht in allen übernachtet habt, euer liebstes und euer am wenigsten liebstes Disney-Hotel. Wie gesagt, das Platz 7 heißt jetzt nicht, dass es mega schlecht ist. Es ist halt, irgendeiner muss immer auf dem letzten Platz sein, ne? Ja, auf dem 7. Platz ist für mich das Santa Fe. Das Santa Fe ist ein 2-Sterne-Hotel und ist im Cars-Thema oder dem Cars-Thema gewidmet. Erstens bin ich jetzt nicht der größte Cars-Fan und zweitens muss man sagen, also ist es auch das Hotel, was am weitesten weg ist, jetzt ausgenommen die David Crockett Ranch. Und ja, man fährt 8 Minuten circa mit dem Shuttle und zu Fuß sind es schon so fast 15, 20 Minuten, weil wie gesagt, weil es am weitesten weg ist. Und ja, ich finde teilweise die Zimmer sind auch renovierungsbedürftiger. In dem Restaurant tatsächlich habe ich noch nicht gegessen vor Ort. Das heißt, dazu kann ich nichts sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Bars, also eigentlich alle, ich weiß nicht, ob die David Crockett eine Bar hat, aber alle anderen Hotels haben eine Bar. Und sagen wir mal, wir haben Cocktail XY und der kostet im Santa Fe zum Beispiel, hat im Santa Fe den günstigsten Preis. Und jetzt zum Beispiel im Hotel New York, wenn ihr denselben Cocktail auf der Karte habt, wird der viel teurer sein, weil das Hotel New York eine höhere Sternekategorie hat. Und das ist exakt derselbe Cocktail. Also wenn ihr ein paar Euros sparen wollt und vielleicht euch die anderen Hotels auch mal anschauen könnt, was natürlich der Fall ist, bis auf aktuell das Disneyland Hotel, Stand Februar 2024. Ihr dürft in alle Hotels reingehen und euch da umschauen, ihr könnt dort essen, ihr könnt in die Bar gehen, in die Shops, wie gesagt, ausgenommen das Disneyland Hotel aktuell. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte vielleicht mal ins Cheyenne oder in Santa Fe mir das anschauen, gehen wir da vielleicht in die Bar, dann habt ihr da die günstigsten Getränke. Genau, Santa Fe auf Platz 7. Auf Platz 6 ist für mich, und da werden mir viele widersprechen, ist die Sequoia Lodge. Weil, also erstmal die Sequoia Lodge ist ein 3-Sterne-Hotel und auch mit dem Shuttle 8 Minuten entfernt, aber zu Fuß viel näher, weil es direkt am Lake Disney liegt und man fast im Village ist. Das heißt so Laufweg so 10 bis 15 Minuten zum Park. Das Thema der Lodge, der Sequoia Lodge, ist halt so Wald, mittlerweile mit so Chip and Dale als Logo und soll wohl, ich weiß nicht, ob es dem kanadischen, bin ich jetzt überfragt, ob es dem kanadischen Stil so ein bisschen nachgeahmt ist. Auf jeden Fall hat man die verschiedenen Häuschen und das ist auch, was mich ein bisschen stört. Wenn man nicht im Hauptgebäude gebucht hat, dann läuft man schon sehr weit von den Häuschen zum Hauptgebäude. Und das ist auch eine Sache, die mich ein bisschen stört bei der Sequoia Lodge, weil natürlich im Hauptgebäude man einen Shop hat, auch die Restaurants. Und ich finde auch die Zimmer mittlerweile sind sehr renovierungsbedürftig. Und deswegen ist die Sequoia Lodge für mich auf Platz 6. Aber ich weiß, viele lieben die Sequoia Lodge, vor allem im Winter wegen dem Kamin. Und auch die Bar ist ganz toll. Und auch wir waren ja letztens auch noch im Hunter's Grill. Da bekommt man ja während in der Weihnachtszeit oder in der Winterzeit Raclette, was auch mal sehr zu empfehlen ist. Also ja, wie gesagt, es ist halt ein Ranking und irgendeiner muss halt die niedrigen Plätze bekommen. Und für mich ist es halt die Sequoia Lodge auf Platz 6. Auf Platz 5 ist für mich die Davy Crockett Ranch. Und die Davy Crockett Ranch hat gar keinen Stern, wenn es nach dem Hotel-Ranking geht. Und ist 15 Minuten mit dem Auto entfernt. Und die Ranch ist halt, mag ich sehr gerne, obwohl die auch mittlerweile sehr renovierungsbedürftig sind, die einzelnen Häuschen. Aber die Ranch ist super, weil erstens können da bis zu 6 Personen in einer Hütte übernachten. Sie ist relativ günstig vom Preis her, vor allem wenn man sich sie zu 6 teilt. Und also man kann da echt einen Schnapper machen, wenn man genug Leute findet. Und man kann sich selbst versorgen. Das haben wir ja auch schon öfter gemacht auf der Ranch. Wir haben uns dann Grillsachen gekauft, im Auchan, im Supermarkt in der Nähe und abends dort gegrillt. Es steht einfach außen ein Grill und Sitzgelegenheiten, super schön im Sommer. Man kann auch dort was vor Ort kaufen. Es gibt dort auch also den Merchandise-Shop und da kann man auch Essenssachen kaufen, auch Grillsachen, Kohle zum Beispiel auch. Und da könnt ihr, wie gesagt, euer eigenes Barbecue machen abends oder auch mittags, wenn ihr dort zurückfahrt. Und Frühstück könnt ihr euch natürlich auch machen und euch selbst versorgen. Wie gesagt, mag ich ganz gerne.
Was ich jetzt nicht so der größte Fan sind, sind die Einzelbetten, die sind nicht ganz so bequem, weil es sind ja in zwei Zimmern. Man hat ein Zimmer mit einem Doppelbett und einem kleinen Bad und dann hat man noch das zweite Zimmer mit den vier Betten. Und die sind, muss ich sagen, jetzt nicht ganz so bequem und manchmal kann es auch schon, also wenn es draußen stürmisch ist, dann ist man ist halt mitten im Wald, das hört man dann halt auch. Und was aber die Davy Crockett Ranch hat, was ich tatsächlich bis auf das Disneyland Hotel noch keinen einzigen Pool getestet habe, aber die Davy Crockett Ranch soll eines der schönsten Hotelpools haben im Disneyland Paris. Mit Rutsche und ja, auch nicht immer so voll, soll wohl sehr schön sein. Und auf der Davy Crockett Ranch gibt es noch andere Sachen wie Minigolf, glaube ich, einen Spielplatz, natürlich den Merchandise-Shop. Im Sommer kann man auch draußen am Lagerfeuer sitzen. Auch natürlich ein Restaurant, was ich noch nicht besucht habe. Und wenn ihr dort frühstücken wollt, ist es tatsächlich anders als jetzt zum Beispiel bei den anderen Hotels. Da habt ihr kein Buffet, sondern da bekommt ihr sozusagen, könnt ihr in so einer Hütte, glaube ich, so eine Tüte abholen. Und die isst ihr dann in eurem eigenen Haus mit Croissants, glaube ich, und Butter und Marmelade. Ich weiß nicht, das haben wir tatsächlich noch nie geordert. Da haben wir unser eigenes Frühstück gemacht, was auch sehr praktisch war. Aber wie gesagt, es fährt kein Shuttle. Ihr braucht ein eigenes Auto. Aber vor allem im Sommer mag ich die Ranch sehr, sehr gerne. Auf Platz Nummer 4 für mich ist das Newport Bay Hotel. Ein 4-Sterne-Hotel. Mit dem Shuttle auch 8 Minuten und zu Fuß würde ich sagen, ja auch so 10, 15 Minuten, weil es auf der anderen Seite vom Lake Disney ist. Und ja, was ich am Hotel, Newport Bay nicht so gerne mag, ist die Distanz. Ich weiß noch, wo wir zu Brinas Geburtstag dort übernachtet haben, was für ein Weg wir gelaufen sind, gefühlt zu unserem Zimmer. Das war echt ein halber Marathon und das ist so eine Sache, die mich ein bisschen stört im Newport. Ansonsten finde ich das Thema sehr schön. Ich mag das Maritime. In den Restaurants habe ich tatsächlich noch nicht gegessen. Der Merch-Shop ist ganz toll. Und auch das Ambiente. Also ich bin, muss sagen, wir haben auch öfter Inside-Ears-Events im Newport Bay. Und es ist wirklich ein schönes Hotel. Aber so von, wie gesagt, die Zimmer sind oft weit weg. Und ja, vom Preis-Leistung her muss ich sagen, ist es mir dann doch manchmal etwas zu teuer. Zu den Preisen kommen wir am Ende auch noch, wie die so gestaffelt sind, was ich so denke, was das günstigste und was das teuerste ist. Dann auf Platz Nummer 3 ist das Hotel New York für mich. Und zwar das 4-Sterne-Hotel, was ja erst vor kurzem, vor 2 Jahre, 3 Jahre ist es mittlerweile her, renoviert wurde. Und warum auf Platz 3 und nicht jetzt zum Beispiel auf Platz 2? Weil ich erstens nicht der größte Marvel-Fan bin. Und ich zweitens gerne dem Hotel nochmal eine Chance geben würde, weil ich habe bisher nur einmal dort übernachtet und würde sehr gerne dort irgendwann nochmal übernachten, wenn es günstig ist und es sich anbietet. Weil die erste Nacht, die wir dort übernachtet haben, war ja damals zu Daniels Geburtstag und wir waren zu viert in diesem Zimmer. Es war im Juli und es war so heiß, weil die Klimaanlage nicht funktioniert hat. Und ich weiß, was ich mir für einen Affen da abgeschwitzt habe nachts und dann auch noch zu viert in einem Zimmer, 4 Erwachsene. Deswegen, aber die Betten waren bequem und die Zimmer sehen natürlich ganz toll aus. Aber ja, ich möchte dem Hotel auf jeden Fall nochmal eine Chance geben und vielleicht ersetzt es ja dann Platz Nummer 2. Aber wie gesagt, ich bin nicht der größte Marvel-Fan. Mit dem Shuttle auch 8 Minuten entfernt, aber den Shuttle würde ich euch beim Hotel New York gar nicht empfehlen. Ihr seid fast im Village und dann auch fast im Park. Und deswegen würde ich vom Hotel New York auf jeden Fall zu Fuß laufen. Dann Platz Nummer 2 ist für mich das Hotel Cheyenne. Und für mich, warum auf Platz 2? Es ist erstmal ein 3-Sterne-Hotel. Auch wieder, also fast von der Distanz her, fast wie das Santa Fe im Toy Story-Thema. Deswegen einmal finde ich es toll, weil ich Toy Story gerne mag. Ich mag das Thema auch auf dieses Western-Thema und auch das Layout vom Cheyenne. Und das Cheyenne hat auch zum Beispiel einen Starbucks, was ich auch gut finde, hat das Santa Fe übrigens auch. Also Santa Fe und das Cheyenne sind die einzigen 2 Disney-Hotels, die auch einen Starbucks haben. Und ihr euch morgens einen Kaffee oder was zum Frühstücken holen könnt. Genau, das finde ich toll am Cheyenne. Wir haben da auch letztes Jahr gegessen im Restaurant. Dort gibt es dann im Sommer auch Barbecue draußen, wird dann gegrillt. Und ich muss sagen, ich fand es natürlich, ist es halt viel mit Spare Ribs und Fleisch und so und Maiskolben, halt dieses, ja, Cowboy-mäßige Essen, sage ich mal. Aber ja, für mich das Preis-Leistungs-Verhältnis im Cheyenne passt einfach. Also wenn mich jemand fragt,
ich möchte in einem Disney-Hotel übernachten, aber zu relativ günstigen Preisen, aber habe zum Beispiel jetzt kein Auto oder so, dann würde ich sagen, nimmt das Cheyenne. Von Preis-Leistung her ist es toll und Toy Story. Und ja, ich mag das Cheyenne. Und deswegen ist es bei mir auf Platz Nummer 2. Und auf Platz Nummer 1, jetzt könnt ihr 1 und 1 und 1, 1 plus 6 zusammenrechnen. Und das macht das Disneyland Hotel. ja, Platz Nummer 1 ist für mich tatsächlich das Disneyland Hotel. In dem Hotel, wo ich kürzlich zum ersten Mal übernachtet habe, was jetzt neu geöffnet hat. Es ist jetzt ein 5-Sterne-Hotel. Ich weiß gar nicht, ob es vorher auch schon 5 Sterne hatte. Es liegt direkt am Park. Das neue Thema von Prinzessinnen ist einfach der Wahnsinn. Und ich muss sagen, es war so ein tolles und magisches Erlebnis, diese eine Nacht dort zu übernachten. Auch jetzt, wenn wir auch immer mal das Hotel besuchen. Es ist wirklich einfach ein magisches Erlebnis. Und mit jedem, mit dem ich spreche, der dort vorher auch übernachtet hat, der sagt genau dasselbe. Und deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, spart drauf hin, gönnt euch vielleicht eine Nacht und hoffe, dass ihr auch die Magie dann spüren könnt. Ich weiß, dass viele mir haben geschrieben, dass sie auch durch meine Videos, die ich dort gemacht habe, die Magie spüren konnten, wie toll dieses Erlebnis für mich oder für uns war, direkt dort zur Eröffnung zu sein. Und ja, die Restaurants in dem Hotel sind ein Traum. La Table de Lumière, für mich das beste Table-Service-Restaurant im ganzen Park. Das Royal Banquet für mich als Platz 2 oder 3, was Buffet-Restaurants angeht. Das Downtown, ach übrigens, ja, das habe ich nicht gesagt, im Hotel New York, das Downtown, da ist mein liebstes Buffet-Restaurant. Und das Manhattan bin ich jetzt nicht so begeistert, aber das Downtown im Hotel New York, musste ich jetzt kurz nochmal rüberschwenken, ist natürlich auch sehr empfehlenswert. Ja, Disneyland Hotel, der Pool ist toll, ein bisschen klein, muss ich sagen, da kann es auch schon mal sehr voll werden, aber allein, dass da die Prinzessinnen rumlaufen und die Zimmer, die Betten, also wir hatten ja nur ein Superior Room und die Betten waren einfach, ich wollte da gar nicht mehr raus aus diesem Bett und hätte da gerne einfach eine Woche verbracht. Ein Traum wäre natürlich nochmal von mir, irgendwann mal im Castle Club zu übernachten, mal gucken, was ich dafür spenden muss, eine Niere oder ich mache Crowdfunding auf oder so. Also Castle Club ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, was das preislich angeht. Vielleicht, man soll ja immer an seine Träume glauben und festhalten, deswegen sage ich niemals nie. Ne? Aber irgendwann Castle Club wäre schon ein Träumchen, würde ich sagen. Ja, also deswegen ist für mich das Disneyland Hotel, also Preis-Leistung ist tatsächlich gerechtfertigt, muss ich so sagen. Auch wenn es schweineteuer ist und sich wahrscheinlich nicht viele so ein tolles Erlebnis leisten können, ist es tatsächlich ein einmaliges Erlebnis, dort zu übernachten. Und deswegen ist es für mich tatsächlich Platz 1. Ja, das war mein Disneyland Hotel. Aber das Disneyland Hotel ist ja das 5-Sterne-Hotel. Aber es ist für mich immer so schwer, nur Disney Hotels zu sagen. Disneyland Paris Hotels könnte man auch sagen. Ja, wie sind sie denn preislich so kategorisiert? Also wenn wir jetzt, ich würde sagen, die Davy Crockett Ranch ist das günstigste oder vielleicht sogar auf einem Level mit dem Santa Fe. Das kann sich natürlich je nach Jahreszeit und Personenanzahl immer unterscheiden. Für mich so Davy Crockett Ranch und Santa Fe so auf einem Level. Dann kommt das Cheyenne. Dann kommt die Sequoia Lodge. Dann kommt das Newport Bay. Dann kommt das Hotel New York. Und dann kommt das Disneyland Hotel, das teuerste Hotel. Also so ist das Preisverhältnis von den Hotels. Ist halt auch, wie die Sterne halt verteilt sind. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich das Hotel New York mit dem Newport Bay vergleiche, beides 4-Sterne-Hotels, ist für mich das Hotel New York von viel besser. Und deswegen ist es auch meistens etwas teurer als das Hotel das Newport Bay Club. So viel dazu. Genau, also das war mein Ranking, wie ich die 7 Disneyland Paris Hotels bewerte. Das wollte ich jetzt auch mal hier einfach auf dem Kanal sozusagen thematisieren, dass wir das auch
gearbeitet haben. Ihr wisst, wie ich das meine. Und das auch mal, dass wir über die Hotels gesprochen haben. Zu jedem Hotel gibt es natürlich auch hier ein Video auf meinem YouTube-Kanal. Einige sind schon ein bisschen älter. Das Santa Fe-Video müsste ich tatsächlich irgendwann mal vielleicht erneuern. Aber ja, da muss ich irgendwann mal drin übernachten. Mal schauen. Aber ja, zu jedem Hotel findet ihr hier Informationen auf meinem YouTube-Kanal. Auch zu Hotels, die ich außerhalb empfehle. Meine Top 5. Schaut doch mal gerne in die Playlist vorbei. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, es interessiert mich auch eure Meinung noch zu dem Thema. Einfach unten in die Kommentare. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.